Der Internationale Strafgerichtshof hat zwei Haftbefehle gegen Sergei Schoigu und Valeri Gerasimov erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 9. März 2023 internationale Verbrechen bei Russlands Krieg gegen die Ukraine begangen zu haben. Der ehemalige russische Verteidigungsminister Schoigu und Gerasimov, Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, sollen für Kriegsverbrechen verantwortlich sein, darunter Angriffe auf zivile Objekte und exzessive Schäden an Zivilisten. Zudem werden ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die Haftbefehle basieren auf Anträgen der Staatsanwaltschaft und betreffen vor allem Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Die Kammer fand hinreichend Gründe zu glauben, dass diese Angriffe auf zivile Ziele gerichtet waren und erheblichen Schaden verursachten. Im März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Kinderrechtskommissarin Maria Lvova-Belova.